Hallo, mein Name ist Nadine vom Raum für Yoga. Ich zeige euch heute eine Iyengar-Yoga-Sequenz, die antidepressiv wirkt. Sie beinhaltet hauptsächlich Rückbeugen und Brustöffnungen. Die Übungen sind leicht, aber der Einsatz der Hilfsmittel ist fortgeschritten und zum Teil auch die Ansagen. Wir benötigen dazu einen Yogastuhl, zwei Klötze, ein Polster, eine rutschfeste Matte und zwei Decken. Scroll doch einmal die Sequenz durch und guck dir an, was auf dich zukommt. Okay, ich wünsche euch viel Spaß. Namaste. Wir beginnen mit Adho Mukha Svanasana am Stuhl. Halte die Handkanten an der Stuhllehne, lauf zurück. Dann beugt noch einmal die Beine, mach den Oberkörper lang, streck die Beine aus und zieh die Fersen zum Boden. Halte den Kopf in Linie mit den Oberarmen, den Halswirbelsäule in Verlängerung zum Rest der Wirbelsäule. Presst die Oberschenkelwurzel zurück, die Fersen zum Boden, die Sitzbeine hoch. Streck bis in die Fingerspitzen. Lass den Atem ruhig und gleichmäßig durch die Nase fließen. Lass die Zehen lang. Streck die Sitzbeine hoch und lass die Fersen schwer. Öffne die Kniekehlen. Und streck die Wirbelsäule lang raus. Dann lauf einen Schritt nach vorne Richtung Stuhl für Adha Uttanasana. Die Sitzbeine stehen senkrecht über den Fersen. Schau nach vorne und halte den Rücken konkav. Lass die Brustwirbelsäule sinken. Mach den Steiß lang. Dann lauf zurück einen Schritt, sodass du den Rücken nochmal längen kannst. Sitzbeine bleiben senkrecht über den Fersen. Die Finger sind bis in die Fingerspitzen gestreckt. Halte deine Außenfußkanten scharf, die Zehballen gedrückt. Der Oberschenkel geht in die Einwärtsrotation. Dann schau nach vorne, lass das Gesäß zum Stuhl hin sinken. Heb dich raus, mach die Schlüsselbeine weit. Schau nach vorne, bring die Schultern zurück, halte den Hinterschädel lang und dann komm wieder zurück. In Adha Uttanasana, der Oberkörper ist ausgestreckt, die Oberschenkelwurzel presst du zurück, halte die Füße wieder schwer, die Außenfußkanten scharf, Zehballen gedrückt, die Zehen legt mit langen Rückseiten ab. Dann schau wieder nach vorne und lass das Gesäß zum Stuhl hin sinken. Zieh die Oberschenkelknochen in die Hüfte zurück, halte die Innenknieknochen gehoben, weite die Schlüsselbeine, zieh das Brustbein weit nach vorne und dann komm wieder zurück mit der Ausatmung. Verbinde deine Bewegung mit der Atmung. Atme ruhig und gleichmäßig durch die Nase weiter. Halte die Streckung bis in die Fingerspitzen, der Arm ist lang, der Innenarm ist stark. Streck bis in die Daumen, Zeigefinger, Kuppe. Sitzbeine sind gespreizt. Dann schau wieder nach vorne, lass das Gesäß sinken. Heb das Schambein zum Bauchnabel. Heb das Brustbein. Zieh die Oberschenkelknochen in die Hüfte zurück. Heb die Innenknieknochen hoch. Schambein mehr zum Bauchnabel, sodass der untere Rücken Länge bewahrt, der Steiß lang wird. Und dann komm wieder zurück. Adha Uttanasana. Halte deine Beine aktiv und dann mach einen Schritt nach vorne und ruh dich einen Augenblick aus in Uttanasana mit Stuhl. Leg die Stirn auf den Unterarm ab. Die Beine sind noch gestreckt. Wechsel zwischendurch die Verschränkung der Arme. Dann bring die Hände wieder auf die Stuhlsitzfläche und schau nach vorne.
Konkave Position von Uttanasana mit Stuhl. Bring dann die Daumen ans Kreuzbein, schieb das Gewebe abwärts und richte dich auf. Steh kurz in Tadasana und dann bring den Stuhl zur Seite. Nimm dir eine Decke. Halte die geschlossene Deckenseite zu dir gerichtet. Dann leg dich auf den Bauch, sodass das Schambein noch auf der Decke ist, die Oberschenkel schon nicht mehr auf der Decke. Lass die Beine ganz gestreckt, die Fußrücken leg lang am Boden ab. Zieh die Hände, setz unter die Decke, neben die unteren Rippen. Die Handflächen halte fest am Boden und dann schau nach vorne für Bhujangasana, die Kobra. Presst die Handflächen in den Boden, zieh sie zurück, twiste die Hände nach außen, dass die Ellbogen schmaler zusammenkommen, presst das Schambein in den Boden oder in die Decke und zieh es auch noch nach vorne. Dann komm wieder zurück und ruh dich aus. Leg deine rechte Wange auf deinem Handkissen ab, um dich auszuruhen. Lass die Beine in Bhujangasana ruhig hüftweit geöffnet. Das ist besser für den unteren Rücken. Du kannst die Innenbeine nochmal längen, indem du die Füße 1 Zentimeter vom Boden hochhebst. Und dann mach dich bereit für die zweite Runde. Setz die Hände wieder unter die Decke neben die unteren Rippen. Die Stirn kann am Boden ruhen. Zieh die Innenbeine nochmal lang raus, indem du die Füße etwas vom Boden weghebst. Und dann leg die Füße wieder am Boden ab und dann presst die Hände in den Boden. Zieh die Hände zurück. Twiste die Hände nach außen, sodass die Ellbogen schmaler zusammenkommen. Mach die Schlüsselbeine weit. Presst das Schambein in die Decke und nach vorne. Halte das Gesäß entspannt und dann komm wieder zurück und leg deine Wange wieder auf deinem Handkissen ab und ruh dich aus. Lass den Atem ruhig und gleichmäßig fließen. Der Atem beruhigt sich. Dann leg die Stirn am Boden ab. Bring die Arme neben den Körper, die Handflächen zeigen hoch zur Decke. Zieh die Innenbeine nochmal lang nach hinten raus. Die Beine bleiben ganz gestreckt. Dann heb gleichzeitig den Oberkörper und die Beine vom Boden weg. Für Shalabhasana, die Heuschrecke, zieh die Hände nach hinten zur Wand, presse das Schambein wieder in die Decke und nach vorne. Mach die Innenbeine lang, zieh die Innenbeine lang nach hinten raus und dann leg wieder deine rechte Wange auf deinem Handkissen ab. Ruh dich aus, lass den Atem sich beruhigen. Und dann mach dich bereit für die zweite Runde von Shalabhasana. Bring die Arme wieder neben den Körper, die Handflächen hoch zur Decke, die Stirn erstmal am Boden. Die Innenbeine nochmal lang machen und dann heb gleichzeitig den Oberkörper und die Beine weg vom Boden, zieh die Innenbeine lang nach hinten raus, zieh die Hände oder die Fingerspitzen zur Wand hinter dir, presst das Schambein in die Decke und nach vorne, sodass der untere Rücken lang wird und halte die Arme parallel zum Boden und dann löse wieder auf und leg deine linke Wange jetzt auf deinem Handkissen ab. Und ruh dich aus. Der Atem beruhigt sich. Und dann komm zurück. Richte dich auf. Nimm dir einen Klotz. Den Klotz bringst du jetzt zwischen deine Innenfersen. Also wir kommen noch einmal in Shalabhasana. Das ist eine Variante mit dem Klotz, sodass wir lernen, mehr von der Beinrückseite zu arbeiten in Shalabhasana.
Die Oberschenkel müssen wegheben vom Boden und die Kraft muss aus der Oberschenkelrückseite kommen. Dafür nehmen wir jetzt den Klotz. Bring die Arme hoch, parallel zum Boden, zieh die Fingerspitzen zur Wand hinter dir, sodass die Schultern weit wegheben vom Boden und heb von der Beinrückseite, heb hoch. Und dann komm wieder zurück. Halte den Klotz noch zwischen den Innenfersen. Ruh dich kurz aus. Leg deine Wange wieder auf deinem Handkissen ab. Der Atem kann sich beruhigen. Und dann mach dich bereit für die zweite Runde von Shalabhasana mit Klotz zwischen den Innenfersen, die Arme wieder neben den Körper. Einatmen, kommst du hoch, atme ruhig und gleichmäßig weiter und heb von der Beinrückseite, von der Oberschenkelrückseite, heb die Fersen hoch zur Decke, heb die Beine weg vom Boden, zieh die Fingerspitzen zur Wand hinter dir. Und dann komm wieder zurück, leg deine linke Wange auf dem Handkissen ab, löse den Klotz jetzt auf und leg den Klotz beiseite und dann ruh dich aus. Dann drück dich zurück in Adho Mukha Virasana, leg dein Gesäß auf den Fersen ab, bring die Decke beiseite. Lass die Arme vorne, die Stirn am Boden ruhen. Falls du mit der Stirn nicht zum Boden kommst, kannst du dir eine Platte unter die Stirn nehmen. Das Gesäß sollte die Fersen berühren. Der Abstand der Knie ist etwas weiter als hüftweit. Presst die Hände in den Boden. Und dann lauf jetzt mal mit deinen Händen nach rechts rüber für Parshva Adho Mukha Virasana. Dreh den Bauchnabel zum rechten Oberschenkel. Zieh deine Flanken lang, lass die Stirn am Boden ruhen. Lass deinen linken Sitzknochen schwer. Dann lauf wieder zur Mitte zurück. Leg die Stirn am Boden ab. Presst die Handflächen in den Boden. Und dann lauf nach links rüber. Und dreh deinen Bauchnabel jetzt zu deinem linken Oberschenkel. Halte dein rechtes Sitzbein schwer, leg die Stirn am Boden ab, zieh die Oberarmknochen in die Schulter zurück, presst die Fingerwurzeln in den Boden. Lauf wieder zur Mitte zurück, lass die Sitzbeine schwer, die Stirn schwer. Und dann lauf mit den Händen zu den Knien und richte dich Wirbel für Wirbel auf. Als letztes geht der Kopf nach oben. Schließ die Knie. Jetzt noch einen Moment in Vajrasana, dem Fersensitz, und dann komm zum Stehen. Bring deine Matte beiseite. Wir brauchen jetzt eine Fläche unter dem Stuhl, dass der Stuhl rutschen kann, deswegen keine rutschfeste Matte. Die Klötze kommen an die Wand. Vor allen Dingen, wer zu unteren Rückenproblemen neigt, nimmt sich eine Erhöhung für die Wand, also dass die Füße auf den Klötzen sind. Dann nimm dir eine Matte auf deine Sitzfläche, eine Decke, die du schmal faltest, auf deine Sitzfläche, damit die Wirbelsäule noch unterstützt ist. Streich deine Decke glatt, bring ein Polster unter den Stuhl und eventuell noch eine Decke darauf. Also ich brauche eine Decke unter der Schädelkrone noch. Wir kommen nämlich in Dvipada Viparita Dandasana mit Stuhl. Kipp den Stuhl und kletter vorsichtig in deinen Stuhl rein. Komm dann mit deinem Gesäß an die vordere Kante deines Stuhls in Richtung Stuhllehne, sodass du den Steiß langziehen kannst, den Gesäßmuskel abwärts schieben kannst, wenn du dich jetzt zurückschiebst. Lass die Beine noch gebeugt, schieb dich erstmal zurück und dann bring die Füße auf die Klötze, an die Wand ran und schieb dich so weit über den Stuhl, dass dein untere Schulterblattspitze an der Kante des Stuhls noch ist. Und dann bring dir deine Erhöhung unter die Schädelkrone. Schädelkrone ist gestützt. Sollte aufliegen. Und dann bring die Hände an die Stuhllehne und schieb dich
weg von der Stuhllehne. Wenn das jetzt nicht passt mit dem Abstand, also wenn die Höhe nicht reicht für den Kopf, musst du dir nochmal die Decke anpassen. Genau, wenn ich jetzt hier eine Vierfachfaltung habe, das passt bei mir, das ist bei jedem individuell. Komm nochmal ganz vorne an die Kante, sodass der Gesäßmuskel abwärts geschoben wird. Lass die Füße nach unten, genau, wenn du dich zurückschiebst, presst die Hände in die Stuhllehne und dann erst bring die Füße auf die Klötze. Und dann lass die Schädelkrone auf deiner Unterlage ruhen, wenn du soweit bist. Dann bring die Hände, Fädel unten ein, sodass du deine hinteren Stuhlbeine greifst. Und zieh hinten an den Stuhllehnen. Nimm den Daumen mit zum Zeigefinger. Und zieh hinten an dem Stuhlbein, sodass der Brustkorb sich öffnet. Wir sind jetzt in einer Brustöffnung. Vipada Viparita Dandasana mit Stuhl nennt sich dieses Asana. Lass den Brustraum weit werden, den Brustkorb sich öffnen. Brustöffnungen wirken antidepressiv. Lass die Schädelkrone dabei ruhen. Lass den Nacken lang. Wichtig ist, dass in dieser Stellung der Nacken nicht gestaucht wird. Der Nacken bleibt lang. Die Schädelkrone ruht und der Brustkorb kann öffnen. Lass den Blick in Verlängerung, also so schräg hoch zur Decke, nicht nach hinten, sodass das Nervensystem sich auch beruhigen kann. Halte deine Innenbeine lang. Den Steiß lang und der Brustkorb weitet sich. Lass den Atem ruhig und gleichmäßig fließen. Und bleib ruhig länger in der Stellung, sodass sich die volle Wirkung des Asanas entfalten kann. Halte den Bauch weich und lass die inneren Organe sinken. Und halte die Weite im Brustraum. Lass die Augen ganz entspannt in den Augenhöhlen. Die Haut im Gesicht weich, Kehle weich, Bauch entspannt. Und dann bereite dich vor, das Asana wieder zu verlassen. Du beugst erst deine Beine und stellst die Füße am Boden auf. Dann löst die Arme und bring deine Hände zu der Stuhllehne. Presst die Ellbogen in die Sitzfläche, wenn du dich mit gehobenem Brustkorb aufrichtest. Komm dann am Stuhl wieder zum Sitzen, setz dich etwas zurück, stell die Füße senkrecht unter die Knie und dann bring die Arme noch einmal hoch in Urdhva Hasta für eine kleine Drehung, um den unteren Rücken etwas zu entlasten. Streck dich hoch, streck die Arme lang nach oben, mach den Oberkörper lang und dann dreh dich zuerst nach rechts. Bring deine linke Hand hinter deine rechte Hand hinter dein linkes Sitzbein. Und weite die Schlüsselbeine, heb das Brustbein, lass die hinteren Sitzbeine schwer. Wenn du keine Nackenprobleme hast, kannst du nach hinten schauen. Lass die Ellbogen weit. Und wenn du Nackenprobleme hast, schau nach vorne. Einatmend machst du die Länge von der Schwere der Sitzbeine bis hoch zur Schädelkrone. Und mit der Ausatmung drehst du weiter. Lass dein rechtes Sitzbein nicht mit nach hinten ausbrechen. Dann komm wieder über vorne, bring die Arme wieder hoch in Urdhva Hasta, lass die Oberarme in die Schulter sinken. Mach den Torso lang, streck bis hoch in die Fingerspitzen und dann dreh dich nach links. Krabbel mit deiner linken Hand hinter dein rechtes Sitzbein, zieh vorne an der Stuhllehne mit der rechten Hand, um dich in die Drehung zu arbeiten und halte dabei dein linkes Sitzbein nach vorne geschoben, sodass das linke Sitzbein jetzt nicht nach hinten ausbricht.
Und mit jeder Einatmung wächst die Wirbelsäule, mit jeder Ausatmung drehst du dich weiter. Genau, wenn du keine Nackenprobleme hast, kannst du nach hinten schauen, ansonsten schau nach vorne. Jede Einatmung nochmal die Länge, jede Ausatmung dreh weiter die Wirbelsäule nach links. Einatmen, bringst du die Arme über vorne wieder hoch in Urdhvarhasta. Ausatmen, lass die Arme über vorne sinken. Kipp den Stuhl, so wie du reingekommen bist, so komm auch raus. Bring deine Hilfsmittel zur Seite und klapp deine Matte wieder aus. Wir kommen in Savangasana, den Schulterstand mit Stuhl. Der Stuhl steht jetzt auf der Matte, nicht zu nah an der Wand, sodass du die Beine noch ausstrecken kannst. Nimm dir deine gefaltete Decke und wickel dir ein Mattenstück darum, wenn du eins hast, sodass dir die Decke nicht von der Kante wegrutschen kann. Das soll die Kante abpolstern. Dann bring deine Decke vor dein Polster, damit du hinterher bequem rausrutschen kannst und der Kopf auch rutschen kann. Wenn du keine Decke unter dem Kopf hast, dann bleibt der Kopf fixiert an der Matte, was nicht so gut ist für den Nacken. Also eine Decke darunter, also noch vor das Polster. Dann schwing die Beine über die Lehne. Rutsch runter und greif deine hinteren Stuhlbeine. Nimm wieder den Daumen mit zu den Zeigefingern und lass deine Arme parallel zum Boden. Genau. So, jetzt streck die Beine aus über der Stuhllehne und dann bring dein rechtes Bein in Ekapada. Eine weite Schrittstellung. Linkes Bein bleibt an der Stuhllehne. Halte deine Beinseiten, Innenbein, Außenbein lang, gleich lang. Wechsel jetzt die Seite, bring das rechte Bein zurück. Linkes Bein jetzt in eine weite Schrittstellung. Ekapada, ein Bein gehoben jetzt, Eka 1, Pada Bein. Dann bring das Bein wieder zurück zur Stuhllehne, komm wieder in Savangasana mit Stuhl. Halte das Brustbein gut gehoben. Dann bring beide Beine hoch in Viparita Karani mit Stuhl im Schulterstand. Halte dein Kreuzbein schwer am Stuhl. Schieb die Innenbeine wieder lang nach oben raus und zieh die Außenfußkanten zur Hüfte, sodass beide Beinseiten, Innenbein und Außenbein, gleich lang sind. Öffne die Beinrückseite. Öffne die Kniekehlen. Schieb das vordere Knie in das rückseitige Knie, sodass die Beine ganz gestreckt sind. Lass den Bauch weich und das Brustbein gehoben. Zieh hinten an den Stuhl Beinen, sodass das Brustbein sich noch mehr hebt. Halte die Kehle weich, die Augen weich in den Augenhöhlen. Dann beug deine Beine. Bring die Fußsohlen zueinander, genau, auf die Lehne. Außenfußkanten schieben in die Lehne. Mach den Steiß lang, sodass das Gesäß leicht weghebt vom Stuhl. Lass von der Innenleiste zur Außenleiste los, vom Innenknie zum Außenknie. Halte die Fußaußenkanten in die Stuhllehne gedrückt und den Steiß lang. Dann bring die Knie wieder zusammen. Streck die Beine noch einmal aus in Savangasana mit Stuhl. Lass die Zehen nicht hart werden, lass die Zehen lang. Dann setz die Füße auf die Stuhllehne. Fädel deine Arme aus und bring die Hände auf die Sitzfläche und dann rutsch langsam, achtsam runter zu deinem Polster. Bring dein Gesäß auf das Polster, leg die Unterschenkel am Stuhl ab. Die Arme in Shavasana, 45 Grad neben dem Körper. Das Gesäß, die Sitzbeine können noch leicht über das Polster fließen, sodass du hier in Viparita Karani mit Stuhl bist. Das Brustbein ist noch gehoben. Guck, dass das Brustbein möglichst senkrecht steht.
und der Bauch sich entspannen kann. Dann bring dein Polster einmal zur Seite, sodass du noch einmal flach liegst. Schieb den Gesäßmuskel nochmal weg. Die Unterschenkel ruhen am Stuhl. Bring den rechten Arm über den Kopf, zieh die Knie zur Brust und roll dich über die rechte Seite raus und komm mit rundem Rücken zum Sitzen. Richte dich ein für Shavasana, die Endentspannung, die Totenstellung, die nach jeder Sequenz geübt wird. Bring dein Polster auf die Sitzfläche. Nimm dir noch einen Gurt oder ein Stirnsäckchen. Wenn du ein Stirnsäckchen hast, kannst du dir ein Stirnsäckchen auflegen. Ansonsten leg dir den Gurt über die Augen, dass du das Licht so ein bisschen abschirmen kannst. Dreh die Waden nach außen. Zieh dir die Decke bis zum Schulterdach, sodass Nacken und Kopf komplett gestützt sind. Die Oberschenkel stehen senkrecht, sodass die Oberschenkelknochen in die Hüfte zurücksinken können. Leg dir den Gurt auf die Augen. Zieh die Schulterblätter nochmal abwärts. Und dann komm in Shavasana. Lass die Vorderseite deines Körpers in die Rückseite des Körpers los. Lass alle Anspannung im Körper los. Beginne nochmal mit den Beinen. Lass die Oberschenkel jetzt in dieser Stellung in die Hüfte zurückziehen. Und lass das Kreuzbein breit und schwer am Boden ruhen. Entspann den Bauch und die inneren Organe. Die Schultern schwer. Und aus der Schwere der Schultern entlass die kompletten Arme zum Boden hin. Entspann auch die Handflächen und jeden einzelnen Finger. Die Zahnreihen lösen sich voneinander. Entspann die gesamte Mundhöhle, sodass die Kiefermuskeln weich werden. Augen lösen sich von den Augenlidern und sinken in den Hinterschädel. Und den Hinterschädel lass in die Decke sinken. Dann bereite dich vor, Shavasana wieder zu verlassen. Mit einer Einatmung bringst du zuerst die rechte Hand auf die unteren Rippen. Mit einer weiteren tu das gleiche mit der linken Hand. Einatmend ziehst du dann das rechte Knie zur Brust. Mit einer weiteren Einatmung das linke. Schleif den rechten Arm in einem weiten Bogen am Boden entlang in Richtung Kopf und dreh dich noch einmal auf deine rechte Seite. Der Kopf ist gestützt vom Oberarm. Der linke Arm ruht auf der Hüfte. Dann stütz die linke Hand am Boden ein und komm mit rundem Rücken über die Seite zum Sitzen. Als letztes kommt der Kopf nach oben. Dann setze ich noch einmal in Svastikasana auf eine Erhöhung.
Komm aus Dandasana, die Stabstellung. Dann greif in deine linke Kniekehle und dann in deine rechte. Verkreuz die Beine noch einmal, zieh an den Knien, zieh die Oberarmknochen in das Schultergelenk. Bring die Hände vor der Brust zusammen und heb das Brustbein nochmal gegen die Daumenballen. Und dann neig den Kopf zum Herzen. Namaste.